Mein Name ist Peter Nadler. Ich bin seit 28 Jahren Polizist. Es gibt das Böse. Ich sehe es jeden Tag auf der Straße. Diebe, Mörder, Vergewaltiger, Drogendealer. Eine friedliche Gesellschaft kann nur existieren, wenn sie für ihre Taten bestraft werden. Das ist für mich Gerechtigkeit. Daran glaube ich. Herr Nadler irrt sich. Ich heiße Konrad Biegler und verteidige seit über 30 Jahren Menschen vor Gericht. In dieser langen Zeit habe ich nie einen nur guten oder einen nur bösen Menschen kennengelernt. Die Gerechtigkeit, die Nadler will, bekommen wir nur durch unsere Gesetze, durch die Anwendung des Rechts. Ich weiß, manchmal ist das schwer zu ertragen. Herzlich willkommen. Ein Fall, zwei Menschen, zwei grundverschiedene Urteile. Das ist die Ausgangssituation eines filmischen Doppeldramas mit dem Titel Feinde, dessen Drehbücher einer der erfolgreichsten Schriftsteller der Gegenwart verfasst hat, Ferdinand von Schirach. Es geht darin um die Frage nach Recht und Gerechtigkeit, Gut und Böse, kurz um die Grundlagen unseres moralischen Zusammenlebens. Und der Autor sitzt mir nun gegenüber. Herzlich willkommen, Herr von Schirach. Feinde, so heißt der Titel Ihres neuen Dramas. Es geht darin um die Entführung eines 12-jährigen Mädchens. Es wird aus zwei Perspektiven geschildert, aus der Perspektive des ermittelnden Kommissars und des Strafverteidigers, des Entführers. Und es geht um die Grenzen und die Möglichkeiten, die ein Rechtsstaat hat, um Unschuldige zu schützen. Feinde ist ja nun ein sehr starker Begriff, vor allem für zwei Menschen, die ja eigentlich das Gleiche wollen, nämlich Richtiges und Gutes tun. Ja. Damit haben Sie vollkommen recht, aber das ist bewusst gewählt. Wir müssen einen Schritt zurückgehen. Es gibt ja einen Unterschied oder einen gefühlten Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit. Und das sind beides ja sehr alte Begriffe. Und die Frage, was ist, ist ebenso alt. Also das erste Buch dazu schrieb Platon, das zweite Aristoteles. Und so ging es immer weiter. Eine Menschheitsfrage. Ja, eine Menschheitsfrage. Und 1985 gab es einen deutschen Rechtswissenschaftler, Günther Jacobs, und der verfasste einen Aufsatz und unterschied dort in diesem Aufsatz zwischen Feindstrafrecht und Bürgerstrafrecht. Und daher kommt der Begriff. Eine juristische Unterscheidung. Ist eine juristische Unterscheidung, aber das ist eine Entscheidung, die sehr tief in die Gesellschaft hineinwirkt. Die Idee war folgende. Ich glaube, 1651 schrieb Hobbes ein Buch, das hieß Der Leviathan. Und Hobbes, ein Philosoph der frühen Moderne. Wir sind in einer Philosophen. Ja, natürlich. Ja. Und Hobbes entwarf ein Modell für die Gesellschaft, wie Gesellschaft funktioniert und wie der gesellschaftliche Vertrag funktionieren soll. Also wie setzt sich eine Gesellschaft zusammen. Und er sagte, es gibt eben Feinde der Gesellschaft. Das sind Leute, die die Gesellschaft verlassen haben oder von vornherein außerhalb von ihr stehen. Und die sollen anders behandelt werden als die Bürger der Gesellschaft, als die Freunde der Gesellschaft. Diese Feinde darf man bekämpfen mit allen Mitteln. Im Mittelalter hatte man, sie sind rechtlos. Und im Mittelalter hatte man den Begriff dafür vogelfrei. Und gewisse Verbrecher wären dann in diesem Sinne auch als Feinde zu adressieren. Genau, und zwar als Feinde der Gesellschaft, die außerhalb der Gesellschaft stehen. Und Jacobs übernahm diesen Begriff und sagte, nun ist es doch so, dass es Leute gibt, die die Gesellschaft als Ganzes bekämpfen wollen, Terroristen. Ja? Sie wollen ja nicht, oder sie sind nach Ansicht von Jacobs anders zu behandeln als der Familienvater, der im Kaufhaus etwas stiehlt oder der Bankier, der betrügt oder selbst der Mann, der seine Frau erschlägt. Das sind alles Bürger der Gesellschaft und die sind nach einem bürgerlichen, nach unserem normalen Recht zu behandeln. Der Terrorist aber steht außerhalb. Er will die Gesellschaft als Ganzes bekämpfen und deswegen müssen wir den Terroristen anders behandeln. Und das führte dazu, dass, also nicht nur der Aufsatz von Jacobs, sondern Jacobs gab nur etwas wieder, was allgemein schon gedacht worden ist. Das führt aber letztlich dazu, dass nach
den beiden Flugzeugen, die in das World Trade Center flogen, man sich dazu entschied, nein, wir können diesen Leuten nicht die Wohltaten des Rechtsstaats angedeihen lassen. Und dann schuf man Guantanamo. Und das war sozusagen, das ist der tiefste Grund, dass man sozusagen plötzlich der Ansicht war, wir müssen zwischen Freund und Feind auch im Recht unterscheiden. Das wäre also die Idee, dass durch gewisse Taten es Menschen gibt, die sich so weit außerhalb unserer Ordnung befinden, dass unsere Ordnung im Urteil über sie auch nicht anwendbar ist. Genau. Und das ist zutiefst problematisch. Zunächst waren es nur Terroristen. Dann kam man ganz schnell dazu, dass man sagte, naja, Mafia-Mitglieder ja eigentlich auch. Auch Mafia-Mitglieder wollen die Gesellschaft zerstören. Und dann gab es die Entführung in Frankfurt von Jakob von Metzler. Mhm. Und Ist ein Bankierssohn. Das war ein Bankierssohn, der analog ihres Falles entführt wurde und dann zu Tode kam während dieser oder als Folge dieser Entführung. Genau. Und das war und die Frage war, es gab einen Polizisten und der Polizist wollte rauskriegen, wo ist der Junge, um den Jungen noch zu retten, also um das Kind zu retten, und drohte dem Tatverdächtigen, Gefgen hieß der, Folter an. Und daraufhin sagte Gefgen, wo der Junge ist, und es war aber zu spät, der Junge war bereits tot. Im Nachhinein spielte das eine riesige Rolle. Plötzlich diskutierte auch die gesamte Rechtswissenschaft. Kann es nicht sein, dass wir in diesen extremen Fällen, in denen wir sozusagen ein anderes unschuldiges Leben retten wollen, Folter anwenden dürfen? Und das war eine Diskussion, die setzte sich fort und fand überall auf der Welt übrigens statt, also in westlichen Ländern, und fand sogar Eingang in das Harvard Law Review, was sozusagen die Krone der Juristenzeitung ist. Und es gab auch Leute in Deutschland, und zwar nicht irgendwelche Querdenker, wie man sie heute nennen würde, und irgendwelche Verrückten, sondern ganz ordentliche Professoren, sogar den Vorsitzenden des Deutschen Richterbundes, der sagte, diese extremen Fälle sind geeignet, um eine Folter zuzulassen, und nannten die Rettungsfolter. Also man müsse Menschen retten können. Und darüber oder davon erzählt der Film, ob das wirklich vernünftig ist oder ob das totaler Unsinn ist. Wir sehen schon, hier ist jemand, der juristisch geschult ist. Sie sind Jurist, der schriftstellerisch diese Fragen aufarbeitet, die ins Philosophische führen. Denn es geht letztlich darum, welche Regeln unser Zusammenleben eigentlich zusammenhalten. Ich habe gelesen, dass der Anfang oder der Impuls zu diesem Drama aufgrund eines Artikels, den Sie im Spiegel veröffentlicht hatten, damals zu diesem Fall Jakob Metzler. Und Sie sprachen sich in diesem Artikel für die unbedingte Wahrung des Folterverbotes aus und erhielten im Anschluss zahlreiche Briefe, die Ihnen dann selbst Folter androhten, Ihnen gar den Foltertod wünschten. Ja. Was war denn da Ihre erste Reaktion? Also, man kann das verstehen. Um es mal ganz einfach zu sagen, es liegt uns ja nahe, wir wollen das Richtige tun, wir wollen das Kind retten, das ist unser erster Impuls. Und der Einzelne, auch der einzelne Polizist, kann schicksalshaft in eine solche Situation geraten, dass er zwischen zwei fast gleichwertigen Prinzipien, Gütern oder wie auch immer Sie das nennen wollen, entscheiden muss. Das eine, die Rettung des Kindes, und das andere, die Wahrung der Prinzipien des Rechtsstaats. Und wenn ich das so sage, ist es doch sofort klar, was wir tun wollen. Die Wahrung der Sie? Weil die Wahrung der Prinzipien des Rechtsstaates ist etwas sehr Kompliziertes. Mhm. Das erfordert Nachdenklichkeit, das erfordert ein Verständnis dessen, was ein Rechtsstaat überhaupt ist. Und nun muss man auch noch mal unterscheiden, wer foltert. Ja, also wenn der Familienvater denjenigen erwischt, der sein Kind entführt hat. Als persönliche Rache. Als persönlich, nein, noch nicht mal als Rache, sondern um rauszukriegen, wo das Kind ist. Für den haben wir das größte Verständnis. Für Rache haben weniger Leute Verständnis, aber dafür haben die allermeisten Leute Verständnis. Aber es ist eben etwas anderes, wenn der Staat und seine Repräsentanten das tun. Ein Polizist muss anders darüber nachdenken, und zwar vollkommen anders. Und,
Und insofern, als ich diese Briefe bekommen habe, habe ich das verstanden, dass Leute aus einem ersten Impuls heraus denken, wie kann man nur so kalt sein? Ja, wie kann man nur ein Kind der Prinzipien des Rechtsstaats opfern? Das ist eine verständliche Reaktion. Und ich dachte mir, vielleicht muss man das nochmal anders erzählen, diese Geschichte, und auch klar machen, was die Folge dieser bösen Tat eigentlich ist. Nämlich ganz am Schluss ist es die Folge, dass alle verlieren. Der Rechtsstaat verliert, aber auch der Beschuldigte kann nicht verurteilt werden. Wir werden versuchen, diese Argumentation, diese Gedankenfolge einzuholen. Sie haben gesagt, das ist eine ganz alte Frage, eines der ältesten Bilder des Denkens bei Plato, ist das Schiff im Sturm, das von einer Seite auf die andere wankt. Ich habe das Gefühl, Ihr Schreiben, Ihre literarischen Werke zielen darauf ab, uns in diesem Sinne moralisch ins Schwanken zu bringen, unsere Prinzipien abzufragen zwischen dem Gefühl und der Vernunft, zwischen dem Konkreten und dem Abstrakten. Ja. Wissen Sie, wir leben ja heute so in einer aufgeregten Zeit. Ja. Es gibt diese Jahrmarktsrohheiten, die in den sozialen Medien eine große Rolle spielen. Oder auch in der Parteienlandschaft inzwischen, wo man zumindest in Deutschland inzwischen eine Partei hat, die den Rechtsstaat stark in Frage stellt und das immer wieder probiert und diese Grenzen austestet. Und es gibt sehr viel mehr Gebrüll und Parolen als Nachdenklichkeit. Diese Dinge sind nicht einfach zu lösen, sondern wir müssen unsere Gewissenskräfte anstrengen. Und das Schwanken des Schiffes ist ja nur, dass sie beide Seiten hören. Und dass sie, wenn sie ein Argument hören, sofort sagen, ah ja, das ist eigentlich richtig. Und dann hören sie genau das Gegenteil und schwanken. Und das macht uns aber aus. Letztlich ist es ja so, wir sind keine Wesen, die nur eine Seite haben. Ja, das ist das, was Sie eben in der Anspielung gesehen haben. Ambivalente Wesen, würden Sie sagen? Wir sind ambivalent. Ja, und ja. Wir alle haben Gutes und Böses in uns. Und es ist Unsinn zu glauben, ein Mensch ist nur gut. Das passt vielleicht so in die 50er Jahre, als wir das geglaubt haben. Ja, also der Bundespräsident, den konnte man sich als Halbgott vorstellen. Aber tatsächlich muss auch er aufs Klo und hinterzieht Steuern und macht irgendwelchen Unsinn. Ja. Und ein ganz böser Mensch, der furchtbare Taten macht, hat aber auch etwas Gutes. Ja. Also es ist nicht so einfach zu entscheiden. Und bis auf ganz wenige Fälle, die ganz extrem sind, also nicht Fälle, ganz wenige Menschen, die vollkommen extrem sind, wo man über die Schuld gar nicht mehr urteilen kann, sind wir alle ambivalent. Und unsere Gesellschaft ist es eben auch. Ja? Und es ist ja für viele Menschen, ja. Herr von Schirach, sehr schwer, sich diese Ambivalenz einzugestehen und auch sie auszuloten. Das Beispiel Ihres Briefkontaktes mit den Lesern zeigt ja, dass es im sogenannten gesunden Menschenverstand oder vielleicht sogar, was man früher Volksempfinden nannte, um die Bestätigung rechtlicher Grundnormen nicht sehr weit bestellt ist. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen, das gesunde Volksempfinden und der gesunde Menschenverstand. Der gesunde Menschenverstand ist Vernunft, ja, ist das, was, um einen anderen Mann zu zitieren, wie Theodor Fontane mal sagte, das tut man nicht. Ja, also für ihn wäre diese ganze Diskussion merkwürdig, weil er einfach sagen würde, man foltert doch nicht. Punkt. Das ist völlig klar. Ja, Ende. Ja. Aber diese Common Sense, wie man gesunden Menschenverstand ins Englische übersetzen würde, das kann Grundlage sogar von Staatsräson sein. Das gesunde Volksempfinden ist überhaupt nicht gesund. Das war ein Begriff der Nazis. Mhm. Ja, das war sozusagen die Grundidee, Recht ist, was dem Volk nutzt, ja, was eine furchtbare Vorstellung ist. Eine Instrumentalisierung der Rechtsidee. Natürlich, das hat überhaupt mit Recht nicht mehr zu tun. Beim Recht geht es um etwas anderes. Ja? Also bei einem Recht in einem Rechtsstaat, ja, geht es um etwas anderes. Das Recht schützt eigentlich immer den Schwächeren. Ja? Der Starke, der viel Geld hat und der viel Macht hat, der braucht keine Grundrechte. Ja? Die Grundrechte brauchen die Schwachen. Ja? Und das Recht
Wenn Sie ein Beispiel aus dem Seerecht nehmen, dann wird es vielleicht deutlicher. Das ist ein grobes Beispiel, aber es stimmt trotzdem. Das Segelschiff muss dem Ruderboot ausweichen und der Tanker muss dem Segelschiff ausweichen. Es wird immer der Schwächere geschützt. Das ist der Sinn von Recht in einer westlichen oder in einer demokratischen, rechtsstaatlichen Gesellschaft. Und das gesunde Volksempfinden ist genau das Gegenteil. Das setzt als Recht, was angeblich, was es dann auch nicht tut am Schluss, der großen Masse dient. Darf ich eine Rückfrage stellen, die mir mein gesunder Menschenverstand nahezulegen scheint? Sie sagten, das Recht schützt den Schwächeren, immer den Schwächeren. Hier könnte man ja sagen, in Ihrem Fall der Entführung und der Frage, ob man das Opfer schützen sollte, ist das entführte Kind das Schwächere. Und es wird nicht unbedingt in seinen Interessen geschützt, weil Verbote verhindern, dass es vielleicht gerettet werden kann. Ja, aber Sie müssen es aus der anderen Perspektive sehen. Was geschützt wird, ist die Würde des Menschen, die Unantastbarkeit dieser Würde. Und das ist auch etwas, was wir schwer verstehen können, dass auch der fürchterlichste, auch der schlimmste Mensch, auch der die furchtbarsten Taten begangen hat, eine Würde besitzt, die wir nicht verletzen dürfen. Vielleicht gehen wir einen Schritt zurück und fragen uns, was Würde bedeutet. Würde bedeutet, nach einer Idee von Kant, wenn man so möchte, dass der Mensch immer Subjekt ist, ja, dass er ein eigenständiges Wesen ist und dass er nicht bloßes Objekt ist, über den hinweg man entscheiden darf und kann. Ja. Und der Unterschied in unserem Fall ist, hier sitzt diesem Subjekt, also dem Menschen mit Würde, ein Polizist, ein Vertreter des Staates gegenüber. Der Starke. Der Starke. Er muss seine Würde schützen. Die Würde des Kindes und die Unverletzlichkeit seines Lebens, das ist sowieso Schutz. Aber da kann der Polizist im Moment nichts machen. Ja. Vielleicht wird es noch schärfer, wenn Sie einen weiteren Schritt gehen. Stellen Sie sich vor, ein Bankräuber überfällt eine Bank und nimmt Geiseln. Eine hat er schon erschossen. Und er hält einer jungen Frau seine Waffe an die Hand. Herr von Schirach, dazu haben wir aus Ihrem Drama einen Einspieler, der genau diesen Fall reformuliert und auch zeigt, wie schwierig diese Argumentationen im Einzelfall sein können. Schauen wir uns mal einen Ausschnitt an. Herr Nadler, der Kommissar, verteidigt sich vor Gericht für die Anwendung von Folter, um dieses Kind zu retten. Ja, ich war wütend. Es war die einzige Möglichkeit, diesen Mann zum Sprechen zu bringen und das Mädchen zu retten. Die Polizeipräsidentin sagte, unter keinen Umständen dürfe gefoltert werden. Halten Sie denn Folter allgemein für eine sinnvolle Vernehmungsmethode? Nein, natürlich nicht. Aber? Ich glaube, dass es in extremen Fällen Ausnahmen geben muss. Welche? Ich will versuchen, es zu erklären. Stellen Sie sich vor, eine Bank wird überfallen. Ein Geiselnehmer hält seine Waffe an die Schläfe einer Geisel, spannt den Hahn und sagt, sie ist die erste, die ich erschieße, weitere werden folgen. Als Polizeibeamter sehe ich, wie sich sein Finger um den Abzug krümmt. Ja. In diesem Fall darf ich den Geiselnehmer erschießen. Sie meinen den sogenannten finalen Rettungsschuss? Ja. Wenn ein Mann ein Kind entführt und droht es zu töten, dürfte ich ihn also erschießen, wenn es ernst wird. Aber die Gesetze verbieten mir, ein viel milderes Mittel anzuwenden. Erschießen darf ich ihn also, aber ich darf ihm keine Folter androhen. Das ist ein Fehler im Gesetz. Applaus im Publikum, emotionalisiert. Ja. Und natürlich spüre ich mich selbst, wenn ich das höre, wanken. Weil das Argument scheint ja eine Kontinuität nahezulegen, vom finalen Rettungsschuss zur Rettungsfolter, wie es dann in Ihrem Traum heißt. Was stimmt daran nicht? Also zunächst einmal muss man sagen, der finale Rettungsschuss selbst ist umstritten. Nicht alle Bundesländer in Deutschland haben ihn übernommen, die meisten schon, aber nicht alle. Und die Rechtslage in der Schweiz dazu ist, muss ich sagen, weiß ich jetzt nicht. Das ist ja nach Land zu Land wahrscheinlich auch unterschiedlich. Ja, die kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr umstrittener. Es ist wahnsinnig umstritten und auch mit Recht umstritten.
Bei dem finalen Rettungsschuss geht es um eine Situation, die nicht anders lösbar ist. Wir würden das Leben sozusagen riskieren. Da geht es dann um die Frage einer Nothilfe, wenn Sie sogar so wollen. Ja? Die unmittelbare Gefahr, die Sie nicht anders abwenden können. Das ist sozusagen die tiefere Begründung für den finalen Rettungsschuss. Aber ich glaube, es führt zu nichts, wenn wir jetzt so eine tiefgehende rechtsdogmatische Diskussion finden. Nur der Unterschied zu dem Folterverbot, der liegt im Wesentlichen darin, dass wir bei der Folter gar nichts bestimmen können. Also erstens wissen wir nicht, ob derjenige, den wir da foltern wollen, überhaupt der Täter ist. Das weiß man beim finalen Rettungsschuss, weil er ja die Pistole an die Schläfe hält und wenn er eine Platzpatrone hat. Genau, das ist eines der Argumente, die dagegen sprechen. Deswegen habe ich das Beispiel, anders als im Film, jetzt gerade so gebildet, dass er schon die erste erschossen hat. Ja. Das mag ein extremer Fall sein. Aber bei der Folter wissen wir in der Regel nicht, war der das? Und deswegen wurde ja oder wird ja eigentlich gefoltert. Also in Guantanamo wird gefoltert, weil man wissen will, war der es? Und um natürlich mehr noch rauszubekommen. Das zweite Problem ist, dass Sie, wenn Sie mal absehen von der ganzen Würdediskussion, ist, dass Sie überhaupt nicht wissen, ob das, was der Gefolterte Ihnen sagt, auch der Wahrheit entspricht. Ja? Die meisten Menschen, ich zum Beispiel, wenn Sie mir mit einem glühenden Eisen kommen würden, würde ich Ihnen alles gestehen, was Sie von mir wissen wollen, nur damit Sie das glühende Eisen nicht in meine Haut brennen. Ja? Und so geht es weiter. Der dritte Punkt ist, dass Sie anfangen müssen abzuwägen, wo Sie foltern und wo Sie das nicht tun. Also nehmen wir ein simples Beispiel. Das kleine Mädchen, das entführt wird, das irgendwie niedlich ist und ein hübsches Kleidchen anhat und vollkommen unschuldig ist und am Beginn ihres Lebens steht. Und das wird von einem furchtbaren Mann entführt, der Geld erpressen will. Da würden Sie dann sagen, gut, da foltern wir. Sie würden das vielleicht auch sagen, wenn der Bundespräsident, um den nochmal zu erwähnen, wenn der Bundespräsident entführt. Aber was ist, wenn ein Sexualstraftäter entführt worden ist oder ein Mann, den Sie sehr unangenehm finden, der andere blöde Sachen gemacht wird. Der ein Feind wäre. Nein, muss ja gar kein Feind sein, sondern einfach irgendjemand, mit dem man kein großes Mitleid hätte. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel irgendeinen Mann, der ein sogenannter Querdenker ist und nah an der Verfassungsfeindlichkeit ist. Oder ein Politiker, den alle unangenehm finden. Wenn der entführt wird, würden Sie dann auch foltern? Die nächste Frage ist, bei welchem Delikt foltern Sie? Bei einer Entführung, ja, könnte man darüber reden. Würden wir das auch machen bei einer Erpressung einer Bank? Oder gehen wir noch eins weiter und machen wir das bei einem Ladendieb? Ich sehe Ihre Rolle als Strafverteidiger, die auch darin besteht, Zweifel zu sehen. Die spielen Sie gerade und Sie spielen Sie sehr effektiv. Vielleicht noch mal zusammenfassend, was dagegen spricht. Es spricht dagegen, dass man von der Schuld des Täters unter Umständen gar nichts weiß, sie nicht sicher ist. Sie nicht sicher weiß, genau. Sich nicht sicher weiß. Das Zweite ist, dass es empirisch unklar ist, ob Folter überhaupt gute, wahrhaftige Ergebnisse liefert. Das Dritte ist, dass es eine Schwierigkeit der Einschätzung gibt, in welchen Fällen gefoltert werden darf und in welchen nicht. Jetzt könnte man sagen... Es gibt noch einen vierten Punkt. Und der vierte Punkt? Wie gefoltert wird. Also soll so gefoltert werden, dass wir nur Waterboarding machen, wobei das nur sehr zweifelhaft ist, wie Sie vielleicht auch in dem Film sehen können. Das sind Effekte, in denen derjenige, der gefoltert wird, Angst haben muss, zu ersticken. Zu ersticken. Und zwar ist Todesangst keine einfache Sache. Also das ist wirklich die Angst vor dem Tode und die schlimmste Angst, die man sich überhaupt vorstellen kann. Oder fangen wir an, Finger abzuschneiden? Und mit welchem Finger fangen wir an? Wenn er beim dritten Finger nichts sagt, schneiden wir auch noch den vierten ab? Oder hören wir dann irgendwann auf? Wer macht das? Wie bilden wir die Folterknechte aus? Soll der Polizist das lernen in einem Medizinstudium, wie er am saubersten einen Finger abschneidet? Das führt
Das ins Tor, Furchtbare. Das Tor an die Barbarei wird da aufgestoßen. Genau. Und das kriegen, und diese Tür kriegen Sie nicht mehr zu, wenn Sie damit anfangen. Abgesehen von all diesen Fragen, ja, genau, ist es auch noch so, dass die Gesetze es schlicht und ergreifend verbieten. Es steht in unserem Grundgesetz, aber es steht auch für die Schweiz so, zum Beispiel in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Folter ist verboten. Und zwar, und das muss man mal nachlesen, selbst in Kriegszeiten, selbst wenn der Untergang eines Staates oder die Gefährdung eines Staates droht, ist die Folter verboten und muss es bleiben. Also all das, was wir jetzt gerade hier diskutieren, ist sozusagen auf einer moralischen oder logischen Ebene. Aber die Gesetze verbieten es und damit ist erst einmal Schluss. Um die Unbedingtheit dieses Folterverbotes zu begründen, nochmal auf Ihre drei Punkte einzugehen. Man könnte ja sagen, es gäbe Fälle, in denen man, die wir zumindest denken können, in denen man weiß, dass der Täter schuldig ist. Es gäbe vielleicht auch empirische Belege, die sagen, Folter funktioniert. Es gäbe vielleicht sogar Richtlinien, auf die man sich einigt, nach denen man foltert. Sie und Ihre Position verstehe ich so, dass selbst wenn diese Fragen geklärt werden, Folter immer noch verboten sein müsste, weil sie nämlich, und das ist dieses kantische Argument, das Sie angesprochen haben, damit der Mensch zu einem Mittel, zu einem Zweck erklärt wird. Und das ist die eigentlich philosophische Begründung des Folterverbotes. Ja, genau. Sie würden mit der Folter die Würde verletzen. Ja? Sie halten sich an den Körper, weil sie an die Gedanken nicht kommen. Und das geht nicht. Ja? Das geht aus einem Grund nicht, der viel älter ist als Kant ist. Und der viel älter ist als sozusagen die ganze Rechtsgeschichte. Das geht deshalb nicht, weil wir in diesem Fall das Menschsein selbst negieren würden. Wir würden in eine Situation kommen, wo wir uns wie Barbaren untereinander verhalten würden. Wir würden uns einfach wegen der kleinsten Sachen totschlagen. Ja? Und dadurch kann keine Gesellschaft zustande kommen und keine Gesellschaft, in der es sich lohnt und in der es angenehm ist zu leben. Und wenn wir so etwas zulassen, wachen Sie morgen früh auf, in einer Gesellschaft, in der sie wirklich nicht sein wollen. Und deswegen ist dieser Film, der mal versucht, beide Seiten zu zeigen und der auch versucht zu zeigen, wo die Schwierigkeiten liegen, glaube ich, ganz hilfreich in so einer Zeit, wo alles sehr aufgeregt ist und wo sie keine Zeit haben, über diese Dinge nachzudenken. Ich möchte vielleicht noch eine kleine Sache für die Zuschauer sagen. Wenn sie ganz aufmerksam sind in diesem Film und den verfolgen, werden Sie auch merken, Sie wissen überhaupt nicht, ob dieser Mann tatsächlich der Entführer ist. Nur aus der Tatsache, dass er Ihnen sagt, wo das Kind ist, können Sie das nicht schließen. Er kann das auch von Dritten gehört haben. Er kann auch derjenige gewesen sein, der die Halle angemietet hat oder derjenige, der sozusagen nur an einer anderen Stelle Beihilfe geleistet hat und das erfahren hat. Oder er muss gar nichts damit zu tun haben. Er kann das in einer Kneipe erfahren haben. Und sich wichtig tun jetzt. Sich wichtig tun, ja. Über diese Sache reden. Und der unter dem Eindruck dieser furchtbaren Folter das eben einfach gesteht. Also mit anderen Worten, alle diese Punkte, die Sie genannt haben, da ist schon der Allerwichtigste, dass Sie eben nie sicher sagen können, das ist der Täter. Anders als bei dem Bankräuber, um nochmal dazu zurückzukommen. Das ist ja fast eine philosophische These, dass Sie sagen, die metaphysische Gewissheit, dass es derjenige getan hat, ist nie gegeben. Und deshalb darf die Folter nicht angewendet werden, weil diese Gewissheit, dieser Zweifelsspalt immer gegeben sein muss. Ja, und weil wir in einem Rechtsstaat, Sie müssen gar nicht bis zur Metaphysik gehen, in einem Rechtsstaat haben wir nur ein einziges Kriterium, um festzustellen, ob jemand der Täter ist oder nicht. Und das ist das Gericht. Nur wenn der Richter sagt, er war's und ich verurteile ihn, ist er der Täter. Vorher ist er das nicht. Vorher ist er ein Beschuldigter und nichts anderes. Das ist schwer zu begreifen, aber nur so kann es funktionieren. Also schuldig ist nur der verurteilt ist. Genau. Es gibt keinen Mörder, der freigesprochen wurde. Ja? Entweder er wurde freigesprochen oder er ist der Mörder und wird verurteilt. Aber der Rechtsstaat funktioniert nur so. Und wenn wir anfangen, an diesem Punkt unsere Zweifel zu haben und zu sagen,
nee, wir machen das jetzt lieber nach Gefühl. Ja? Es gibt ja bedeutende oder nicht bedeutende, aber bekannte Fälle, ja? Wo wir alle immer sofort sagen, naja, der war's. Also es gab hier in Deutschland, gab es mal einen über das Fernsehen berühmt gewordenen Mann, der furchtbar viele Affären mit Frauen hatte und diese Frauen alle offenbar nicht sehr gut behandelt hat. Und der wurde dann beschuldigt, eine Frau vergewaltigt zu haben. Und nachdem in der Öffentlichkeit die Vorgeschichte und diese Anzeigen ausgebreitet worden sind, waren alle vollkommen überzeugt davon, der muss es gewesen sein. Mhm. Ja. Und als das Gericht ihn freigesprochen hat, waren alle vollkommen überrascht davon. Und die meisten sind immer noch der Ansicht, der war es. Aber unsere persönlichen Vorurteile, unsere Meinung, unser Gefühl für, ob etwas stimmt oder nicht, unser Gefühl, ob das ein Mörder ist oder nicht, das ist natürlich vollkommener Unsinn. Ja, so funktioniert die Welt nicht. Also Schuld wird von Gerichten gesprochen. Nur von Gerichten. In diesen Verfahren spielen Strafverteidiger eine wichtige Rolle. Ja. Das war ihr Beruf lange Zeit. Diese Strafverteidiger sind damit auch immer in der Rolle der Verteidigung des Rechtsstaates und seiner prozessualen Ordnung. Ja. Und jemanden, der genau diese Rolle einnimmt, sehen wir jetzt auch im Film. Das ist nämlich eine Art alter Ego von Ihnen, der Strafverteidiger Biegler. Schauen wir uns das mal kurz an. Wenn Sie Lisa gerettet hätten, wären Sie für mich ein Held. Ein Held? Sie haben sich gegen unsere Rechtsordnung gestellt, gegen alles, woran ich glaube. Sie haben die Würde eines Menschen verletzt. Kelz wurde durch ihre Folter zu einem bloßen Objekt gemacht. Weil sie an seine Gedanken nicht kamen, hielten sie sich an seinen Körper. Deshalb müssten sie, wenn es nach mir ginge, für das, was sie getan haben, hart bestraft werden. Ich würde ihnen die Pension entziehen und sie aus dem Dienst entlassen. Aber ich würde sie bewundern, weil sie ihre Zukunft für das Leben des Mädchens geopfert haben. Die Folgen für sie müssten fürchterlich sein. Helden werden geehrt, aber sie scheitern. Aber wie hätte ich sonst erfahren, wo das Mädchen ist? Was mache ich, wenn ich keine Antworten bekomme? Dann bekommen sie eben keine. So einfach ist das. Ich muss sagen, ich finde fast jeden Satz an dieser Szene bemerkenswert, aber auch der letzte, der einen in einem Vakuum belässt, keine Antworten zu bekommen, dann bekommen sie halt keine. Das spricht doch auch gegen ein Gerechtigkeitssehnen in uns. Ja, gegen das Sehnen spricht es, aber nicht gegen die Gerechtigkeit. Der Rechtsstaat legt sich selbst Grenzen auf. Und eine der Grenzen ist eben, es gibt keine Wahrheitserforschung um jeden Preis, sondern es gibt einen Preis dafür. Und wenn Sie die Strafprozessordnung nicht beachten, dann hätten Sie Wahrheitsforschung um jeden Preis. Aber wir sagen eben, dass wir Grenzen haben und dass diese Grenzen deshalb sinnvoll sind, damit wir friedlich zusammenleben können. Und deswegen ist dieser Satz, ich gebe Ihnen recht, der steht sozusagen in einem Vakuum, weil es an der Stelle zu Ende ist. Es gibt nichts danach. Vielleicht, weil wir in einer Philosophiesendung sind. Ja. Dieses Problem, über das wir reden, ist ja ein Problem, das die Literatur sehr oft beschrieben hat. Nehmen Sie die Antigone. Ja. Also, die Antigone will ihren Bruder beerdigen. Kreon, ihr Vater, verbietet das. Er erlässt ein Gesetz. Und nun steht Antigone genau in diesem Konflikt. Sie hat auf der einen Seite die moralische Verpflichtung, die damals viel wichtiger war als heute, aber wir können uns das fast wie eine Entführung eines Kindes vorstellen, die moralische Verpflichtung, ihren Bruder zu beerdigen, damit der ins Totenreich einkehren kann und seine Seele nicht auf der Erde weiter verletzt wandern muss. Und sie hat auf der anderen Seite das geschriebene Recht ihres Vaters. Das geltende Recht. Das geltende Recht. Bei der Antigone ist es so, auch zu Zeiten Griechenlands war es so, dass alle Griechen auf ihrer Seite waren, weil sie das moralisch
Richtige tut und weil das Gesetz ungerecht ist. Das Gesetz von Kreon ergibt keinen Sinn. Es ist moralisch falsch. Und die Zuschauer fühlen das, dass das moralisch falsch ist. Hier sind wir sehr viel weiter. Dieses Gesetz, nicht foltern zu dürfen, das letztlich entstanden ist oder das letzte Mal formuliert worden ist in der Europäischen Menschenrechtskonvention nach dem Krieg, nach den Gräueln der Nazis, wo man gesagt hat, Foltern ist eines der schlimmsten Dinge, die Menschen sich antun können. Das ist ein moralisch richtiges Gesetz. Und es führt aber unter Umständen dazu, dass wir uns moralisch darüber empören. Das ist die Zumutung, uns selbst stellen, um die Regeln einhalten zu können. Und diese Selbstbeschränkung, die, wenn Sie noch mal zurückdenken an Professoren, die unglaublich klug waren. Also Jacobs war einer der klügsten Leute, die ich getroffen habe. Diese Professoren wollen eben in Frage stellen, ob es richtig ist, dass der Rechtsstaat sich solche Beschränkungen in diesen extremen Fällen auferlegt. Und es ist richtig. Es ist. Da haben Sie gar keine Zweifel. Ich habe nicht die geringsten Zweifel daran. Es geht nicht anders. Der Punkt ist, in dem einzelnen Fall, bei der Entführung von Jakob von Metzler, bei der Entführung dieses Mädchens, bei der Verhinderung eines terroristischen Anschlags. Ich mache Ihnen ein anderes Beispiel, damit Sie sozusagen das noch stärker noch spüren, plastischer vor Augen haben. Stellen Sie sich einfach vor, ein Terrorist hat in Zürich eine Bombe versteckt. Das wissen Sie als Geheimdienst. Sie kennen auch den Terroristen. Sie wissen nur nicht den Ort dieser Atombombe, der 2/3 von Zürich auslöschen wird. Und nun haben Sie diesen Terroristen. Sie überlegen, wie kriegen Sie das raus aus dem. Ja? Es steht spitz auf Knopf, wie man sagt. Nun wissen Sie aber, der Terrorist ist ausgebildet in Jemen, in einem terroristischen Ausbildungscamp. Der erträgt Folter, das macht ihm nichts. Der hat einen so starken Glauben oder solche Abwehrmechanismen, dass sie ihn foltern können, wie sie wollen. Er wird niemals sagen, wo diese Atombombe ist. Aber der Terrorist hat eine 12-jährige Tochter. Und wenn sie diese Tochter vor seinen Augen foltern, dann wird er gestehen. Und nun ist die Frage, machen Sie das? Und daran sehen Sie, wohin das führt, wenn Sie diese Tür einmal aufsperren. Das ist eine Art Dammbruch-Argument, wie man das es in der Philosophie... Es ist ein Zivilisationsbruch vor allen Dingen. Zivilisationsbruch. Ja, es ist ein Zivilisationsbruch. Und der ja heute oft begangen wurde. Ich meine zum Beispiel die Tatsache, dass die USA im Nachgang dieser 9-11-Anschläge Enhanced Interrogation, also gesteigerte Verhörungsmethoden zugelassen haben, wäre ja Teil dieses Zivilisationsbruches. Natürlich, ja. In meinen Augen ganz klar. Das ist überhaupt keine Frage. Und nicht nur das. Die Rede, das geht jetzt so ein bisschen weiter, aber die Rede von dem Krieg gegen den Terror ist wahnsinnig gefährlich. Ja? Und zwar, das Kriegsrecht hat vor allen Dingen den Sinn, den Zivilisten zu schützen. Ja? Wir legen im Kriegsrecht ein bestimmtes Kriegsgebiet fest. Ja, wir sagen, an diesem Gebiet ist Krieg, da ist es gefährlich, als Zivilist zu sein. In anderen Gebieten gibt es keinen Krieg, da gilt ganz normales Friedensrecht, Polizeirecht, wenn Sie so wollen. Ja. Und wenn Sie aber den Krieg gegen den Terror führen, gibt es kein Gebiet mehr. Eine Ausweitung. Die ganze Welt ist das Kriegsgebiet. Das heißt, Sie sitzen in der Philharmonie, neben Ihnen sitzt ein Terrorist, dann kann der erschossen werden und Sie sind unter Umständen nur ein Kollateralschaden. Und Sie glauben, das ist jetzt ein vollkommen irres Beispiel, ja, niemand wird in der Philharmonie erschossen. Aber wir hatten vor ganz kurzer Zeit einen iranischen General, der in einem anderen Land... Oder ein Atomforscher. Oder ein Atomforscher, der in einem anderen Land auf einem Flughafen, auf einem zivilen Flughafen war. Und die Amerikaner töteten ihn mit einer Drohne. Raptor hieß die, zu einem Überfluss auch noch. Und es starben eine ganze Reihe von Leuten
die mit dieser Sache nichts zu tun haben. Vollkommen unschuldige Leute, Flughafenpersonal. Das ist dann eben möglich, wenn sie einen Krieg gegen den Terror führen. Ist das Ihre Perspektive auf die derzeitige globale politische Lage, dass man aufgrund dieser Drohneneinsätze und gewisser Nachgiebigkeit in Bezug auf unbedingte Regeln fast in einem globalen Kriegszustand lebt, weil man diese Regeln nicht mehr verbindlich einhält? Wir führen, also das Problem ist, dass es dazu kommen kann und dass wir es immer weiter ausweiten. Noch spielt das im Nahen Osten und nicht in Paris oder in Berlin oder in Zürich. Aber es ist eben möglich mit einem solchen Kriegsbegriff. Ich bin der Ansicht, dass man Terroristen hart verfolgen muss und dass man alles, was man an legalen Möglichkeiten hat, gegen sie einsetzt und dass das notwendig ist. Aber verdammt nochmal, einen solchen General müssen wir festnehmen und vor Gericht stellen und nicht einfach umbringen. Es ist ja so, dass in dem amerikanischen System jetzt mittlerweile es eine Entscheidung des Präsidenten gibt, der und der wird jetzt getötet. Und das geht einfach nicht. Das ist eine Art göttliche Macht, die da beansprucht wird. Es ist einfach der Ankläger und der Richter und der Henker in einer Person. Und wir wissen, wozu das führt. Übrigens ist dabei auch das Interessante, dass die Bundesregierung daran nicht ganz unschuldig ist. Die deutsche Bundesregierung, natürlich nicht die Schweizer. Ja. Die Drohnen werden zwar aus Amerika, da gibt es verschiedene Camps in Nevada und so weiter, gesteuert, aber sie werden über die deutsche Flugbasis Ramstein gesteuert. Das liegt an der Erdkrümmung, man kann das nicht direkt machen. Und deswegen geht das auch von deutschem Boden aus. Ja. Und inzwischen gibt es auch ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts zu dieser Frage, die Bundesregierung auffordern, darauf zu achten und Sorge zu tragen, dass das eben nicht passiert. Das wird auch noch mal interessant werden, wohin das führt. Aber da sieht man, wie verstrickt auch global verstrickt man von Örtlichkeiten ist, von denen man es gar nicht vermutet. Ja. Ein sehr interessanter Satz dieser vielen interessanten Sätze in dem Plädoyer von Herrn Biegler lautet ja auch, ich hätte Sie bewundert, weil Sie ein Held gewesen wären. Ja. Und dann kommt ein großer Satz, finde ich, aber Helden scheitern. Ja. Warum eigentlich? Warum Helden scheitern? Scheitern sie wirklich immer? Ja, Helden scheitern deshalb. Also ein anderes Beispiel, wo das klarer wird. Ich hatte ja vor ein paar Jahren ein anderes Theaterstück geschrieben, Terror, wo es darum ging, dass ein Bundeswehrpilot eine zivile Maschine abschießt und damit 164 Menschen tötete, weil die Maschine, wenn sie nicht abgeschossen worden wäre, in ein volles Fußballstadion fliegt und 50.000 Menschen tötet. Und da wurde dann darüber abgestimmt, wie dieser Pilot zu behandeln ist. Ist er frei zu sprechen oder ist er zu bestrafen? Und praktisch weltweit war es so, dass 60% der Menschen diesen Piloten freisprechen wollten, weil er das Richtige getan hat, obwohl er gegen die Rechtsgrundsätze verstößt. Bis auf Japan. In Japan war es so, dass dieser Pilot regelmäßig verurteilt wurde. Und ich fragte dann meinen japanischen Übersetzer, woran das liegt. Also wie kann es sein, dass die Intuitionen in Japan ganz anders gelagert sind. Ja. Und dann sagte er, ein Hochschullehrer ist in Tokio, sagte, weil wir noch den alten Heldenbegriff haben, den ihr im Mittelalter hattet, also der Samurai. Und die Idee ist, der Samurai macht etwas, was gut ist, aber er opfert sich für die Gesellschaft damit. Ja? Also das ist der Held. Ja? Das klang ja hier auch an, dass er seine eigene Existenz opfert, um ein anderes Kind zu retten. Genau. Und damit geht er unter. Er tut das Richtige, aber er geht unter. Das ist das Scheitern. Und in Japan sprechen die ihn schuldig, weil sie das richtig finden. Die freuen sich, dass er das gemacht hat, aber er muss dafür bestraft werden. Das ist eigentlich so ein alter Heldenbegriff. Und ich mag das ganz gern. Ja. Sehr interessant, weil ich hatte diesen Satz im Kontext des Dramas anders verstanden. Ich hätte gemeint, dass Biegler sagt, in Zweifelsfällen zwischen Moral und Recht
wenn sich derjenige über das Recht erhebt und seine eigenen moralischen Intuitionen wirksam werden lässt, dann geht er fast immer fehl. Ja, natürlich. Das ist das Gleiche. Ja, wir sagen die gleichen Sachen. Wenn er sich nach dem Recht richten würde und diesen Entführer nicht foltern würde, dann gäbe es kein Drama. Ja, dann ist das Drama, dass das Kind stirbt. Das ist dramatisch genug. Aber er hat sich dann korrekt verhalten. Er will aber etwas anderes. Er will sozusagen das Gute tun. Und dieses Gute ist in diesem Moment vielleicht das Gute. Aber es führt eben ins Verderben. Weil er das Recht und für die Gesellschaft. Weil er das Recht bricht. Nun ist es so, Herr von Schirach, und das sagt mir mein gesunder Menschenverstand, irgendetwas kann daran nicht stimmen. Weil es ja Situationen gibt, geschichtlicher Art. Wir sind hier in Berlin im Zentrum, 1000 Meter vom Bendlerblock, wo die Verschwörer um Graf Stauffenberg, die das Hitler-Attentat planen, dann auch exekutiert wurden. Man könnte ja sagen, wenn das Recht als Rechtsordnung selbst ungerecht ist, ist es geradezu eine moralische Pflicht, zum Helden zu werden. Das heißt, das Heldentum ist erfordert. Das hängt davon ab, wie die Rechtsordnung gelagert ist. Ja, weil das so ist und weil Ihr gesunder Menschenverstand dort vollkommen richtig liegt, haben wir dieses Recht. Aber dann scheitern sie ja nicht immer, die Helden. Nee, das ist aber eine ganz extreme Situation, die ganz außergewöhnlich ist. Nämlich, wenn jemand den Staat selbst abschaffen will, wenn es droht, dass der Staat selbst, wie unsere demokratische Verfassung, untergeht, dann haben sie das Recht zum Widerstand. Ja. Das kann so dann trotzdem noch sehr heldenhaft sein, diesen Widerstand zu leisten, natürlich. Aber das Recht ermöglicht ihnen das. Das ist eine ganz andere Situation. Ja? Das ist sozusagen fast die umgekehrte Situation. Hier haben wir ja einen Polizisten, der sich gegen das Recht stellt und sozusagen gegen den Rechtsstaat. Dort, bei dem Widerstandsrecht, haben wir eine Person, die den Rechtsstaat verteidigt. Ja, indem er den Tyrannen umbringt. Also der Tyrannenmord ist eine ganz andere Frage. Der Tyrannenmord kann sehr heldenhaft. Stauffenberg gilt als Held, ja, weil er sein eigenes Leben riskiert hat. Es gab viele andere Anschläge auf Hitler, die wir heute als Helden ehren. Ja. Aber das ist nicht das Heldentum, das Biegler in dem Satz meinte. Aber es führt auf die Frage, und das ist eine philosophisch sehr tiefe und umstrittene Frage, ob Recht nur dann gilt, weil es Recht ist, oder ob das Recht selbst nur deshalb gilt, weil es an moralische Grundsätze gebunden bleibt. Ja, das nennt man den Positivismus, den Rechtspositivismus. Auch eine ganz alte Frage. Ja? Also, was ist Recht? Ja? Also, richten wir uns danach, dass wir als Recht nur anerkennen, die Summe aller geschriebenen Rechtsnormen oder die Summe aller Rechtsnormen, um es mal das geschrieben wegzulassen. Oder gibt es darüber noch ein Recht? Ja, so etwas wie ein Gewissen, Naturrecht nennt man das. Also etwas, was jedem Menschen unmittelbar einleuchten muss. Das Problem ist, das hätten wir gerne, aber niemand weiß, was dieses Naturrecht ist, sonst hätten wir es nämlich aufgeschrieben. Und dann, wenn Sie in der Geschichte, in der das diskutiert worden ist, hat man dann gesagt, nee, wir machen das anders. Es muss Leute geben, die uns das Naturrecht erklären. Das waren dann die Priester. Und sie wissen, wie die Menschen sind. Das führte natürlich sofort ins Chaos. Da wurde eine andere Instanz eingesetzt, letztlich der liebe Gott. Genau. Ja, der liebe Gott wäre ja noch schön. Aber es war nicht der liebe Gott, sondern es waren die Priester, die ihnen erklärten, was der liebe Gott wollte. Und die wollten natürlich auf das, was sie wollten und nicht der liebe Gott. Und das ist äußerst schwierig. Wir haben das aber gelöst, wenn ich Sie beruhigen darf. Das würde mich sehr beruhigen. Ja, und zwar gab es nach dem Krieg einen Rechtsphilosophen, wenn Sie so wollen, er hat noch viel andere Funktionen gehabt, aber er war eigentlich ein Rechtsphilosoph, der hieß Gustav Radbruch. Und die Radbruch-Formel gibt genau, es da. Genau, und er hat sozusagen die Radbruchsche Formel in die Rechtswissenschaft eingeführt. Und die sagt Folgendes. Stellen Sie sich den Fall vor, den es ja gab, dass es ein Gesetz gibt, ein ordentliches
ordentlich erlassenes Gesetz, das alle Wege beschritten hat, in dem drin steht, wir dürfen alle Juden töten. Ja, so etwas gab es zur Nazi-Zeit, wenn auch ein bisschen anders formuliert, aber im Grunde genommen war es das. Und nun bricht niemand das Recht, wenn er Juden tötet. Weil in es der geltendes Nazi-Zeit, Recht ist. Weil es geltendes Recht ist, angeblich. Und nachdem Deutschland befreit worden ist, nach 1945, mit der bedingungslosen Kapitulation, begann man diese Prozesse zu führen, die Nürnberger Prozesse. Und nun war die Frage, die Hauptfrage, was sollen wir eigentlich tun? Die haben sich selbst Gesetze gegeben, nach denen alle ihre furchtbaren Taten erlaubt worden sind. Und nun sagt Radbruch, das ist der eine große Ausnahmefall. Nämlich, wenn ein Gesetz so extrem gegen all das verstößt, woran wir glauben, gegen die guten Sitten, gegen unsere Menschlichkeit, gegen unsere Würdevorstellung, gegen die Aufklärung. Elementare Werte. Elementarste Werte. Dann finden diese Gesetze keine Anwendung. Und das ist das, was wir in den Nürnberger Prozessen sozusagen das erste Mal erlebt haben, was vollkommen richtig war, was dann zum Aufbau des internationalen Strafrechts und des internationalen Rechts führte. Der nächste Schritt war dann in wesentlich kleinerer Form die Prozesse gegen die Mauerschützen. Ein ähnlicher Fall in gewisser Weise. Ein ähnlicher Fall, natürlich lange nicht vergleichbar in der extremen Man muss sagen, Sie haben Situation. Dort auch einen Angeklagten verteidigt, ich dort innerhalb dort, dieses Prozesses. Genau, ich habe dort Schabowski verteidigt, das war der Mann, der halb stotternd die Öffnung der Mauer vorließ. Und der war Mitglied im Politbüro-Prozess und da spielte das auch eine große Rolle. Und da sagte man dann plötzlich, wenn jemand nichts anderes tun will, als sein Land zu verlassen und der wird deshalb erschossen, kann es kein Gesetz geben und keinen Befehl oder kein gesetzesähnliches Instrument, das das erlaubt. Und wenn es das gibt, spielt es keine Rolle. Auch dann da können wurden wir wieder Grundintuitionen mobilisiert, die das Recht in gewisser Weise aushebelten. Genau. Und auch das war sozusagen ein solcher extremer Fall, wo man das eine Mal mit Naturrecht argumentieren konnte, wenn man es ganz abstrakt sieht. Das gilt aber nicht für Sie mit den Steuern. Ja, also Sie finden zum Beispiel einen Steuerbescheid, den Sie bekommen, wahnsinnig ungerecht. Sie passiert finden, mir jedes Jahr, muss passiert, ich sagen. Passiert Ihnen bestimmt jedes Jahr. Ja. Und da steht dann steht da irgendetwas drin, was Sie empört. Ja? Und Sie sagen, naturrechtlich kann das gar nicht sein. Ich richte mich nach den Römern. Wer mehr als 10% von mir verlangt, der begeht ein grobes Unrecht, das bezahle ich nicht. Das könnten Sie sagen, weil Sie so... Wäre aber von dieser Formel nicht gedeckt. Wäre nicht gedeckt. Ich verstehe Sie jetzt auch so, dass Sie sagen, es gibt kein Argument, das das Folterverbot aushebeln kann, weil die Radbruchsche Formel das Folterverbot als rechtliche Norm nicht aushebeln kann. Wenn Sie das so sehen, ja, genau. So, oder so kann man es sehen. Jetzt habe ich noch zum Abschluss zwei Fragen an Sie. Sie sagten, und Herr Biegler sagt das auch, dann gibt es eben keine Antwort. Es gibt es Menschen, die können sich mit dieser Rechtlosigkeit im Diesseits abfinden, weil sie den Glauben haben, dass es wenigstens im Jenseits jemanden gibt, der diese Täter dann richtet. Ist das ein Glaube, der Sie beruhigt oder den Sie ganz ablehnen? Nein, ich finde, wenn jemand dieser Ansicht ist, ist es zulässig. Ja? Darüber kann man nicht richten. Das ist ja sozusagen, wenn Sie diese zwei reiche Lehre verfolgen, das spielt in dem anderen Reich, ja, nicht in dem Reich des Kaisers und in dem weltlichen. Ja. Und wenn das jemanden beruhigt, ist es gut. Beruhigt es Sie denn? Haben Sie diesen Glauben? Also das ist jetzt sehr persönlich. Ich habe ihn nicht und ich finde auch, das spielt keine so große Rolle. Ich glaube nicht an so eine endgültige Gerechtigkeit und dafür ist auch dieser Begriff viel zu schillernd und offen gesagt, warum soll ein Gott sich da so besonders dafür interessieren? Das leuchtet mir alles nicht ganz ein. Aber ich halte das für vollkommen in Ordnung. Und ein bisschen etwas Ähnliches gibt es. Vielleicht ist das
der bessere Fall. Also in diesen vielen Jahren, in denen ich Strafverteidigung gemacht habe, war es, also ich erinnere mich nicht daran, dass es mal so war, dass jemand, der so schwerste Straftaten begangen hat, seine Frau umgebracht hat, dass das Gerichtsurteil für ihn das wirkliche Urteil war. Also das Gerichtsurteil hat sein Leben beschränkt, ja, viele Jahre im Gefängnis oder so etwas. Aber das eigentliche Urteil spricht nie das Gericht, sondern das sprechen wir immer selbst über uns. Sie können das... Das Gewissen, würden Sie sagen, das spricht ist das? Ja, wenn Sie das so wollen, ist es das Gewissen. Sie können das auch an Beispielen sehen aus Ihrem eigenen Leben, die viel kleiner sind als der Mord an Ihre Frau. Sie können sich, also wenn Sie irgendetwas in Ihrem Leben gemacht haben, ist übrigens ein tolles Partyspiel, wenn Ihnen mal langweilig ist. Dostojewski sagt, was ist das Schlimmste, was du in deinem Leben getan genau, hast? Das sollte man auf Partys spielen. Ja, und man muss gar nicht das Schlimmste sagen, sondern was ist mit größter Scham verbunden? Ja? Und das sind ja die Ereignisse, an die wir uns viel genauer erinnern, als die mit großem Glück verbunden sind. Und biografisch prägend, kann man sagen. Jeder hat so ein paar Ereignisse. Bei den meisten sind sie übrigens mit irgendetwas Sexuellem verbunden, dass man sich für irgendetwas wahnsinnig schämt. Scham. Mit Scham, genau. Ja. Und es gibt aber auch andere Beispiele, die über diesen Moment der Scham hinausgehen, wo alle ihnen verziehen haben, aber sie selbst können das nicht. Und das können sie Gewissen nennen. Ach, das ist ja fast auch eine Zwei-Reiche-Lehre. Es gibt das Recht und dann gibt es den inneren Gerichtshof, der vielleicht noch viel treffsicherer spricht. Der treffsicherer ist und der klarer ist auch oft. Ja. Also ich erinnere mich an eine Geschichte, da war ich 14 und habe irgendetwas Blödes gemacht und traf denjenigen nach 40 Jahren, mit dem ich das gemacht habe. Und der erinnerte sich überhaupt nicht mehr daran. Er wusste überhaupt nicht, wovon ich spreche. Und, sie hat und das für Leben mich gequält. War es aber zu elementar. Ja. Und so geht es uns allen eigentlich. Und dieses, das ist das, also das ist tatsächlich das eigentliche Urteil. Herr von Schirach, vielen Dank, dass Sie uns heute aufgeklärt haben darüber, wer urteilt über uns und wie wir damit leben. Herzlichen Dank. Vielen Dank Ihnen. Den Drama-Zweiteiler Feinde von Ferdinand von Schirach können Sie heute Abend ab 20 Uhr hier auf SRF 1 sehen. Und jetzt gleich tauchen Sie in die Sternstunde Kunst, in eine Welt eines anderen Schriftstellers ein, der ebenfalls Kriminaldramen geschrieben hat und der übermorgen seinen 100. Geburtstag feiern würde, Friedrich Dürrenmatt. Und nun einen schönen Sonntag und denken und urteilen Sie weiter.